Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute haben wir hier im Woofer-Test einen Nubert Nuvero AW12. Der AW13 hat quasi vorne das Display nicht drin. Ansonsten dieselben Chassis, dasselbe Gehäusevolumen, dadurch auch alles gleich. Akustisch sind die Dinger AW12 und AW13 vollkommen identisch. Nur dass der AW13 halt den DSP hat, mit dem man dann halt das BDA, also bedienen kann. Wir haben hier 18 cm Woofer drin, zwei Stück. Die sollen angeblich 15 mm pro Seite Hub schaffen. Ja, das sind dieselben Woofer wie auch in der Nuvero 140. Davon sind dann in der 140er Nubert Nuvero sind vier Stück dort verbaut. Hier sind jetzt zwei verbaut. Das Gehäusevolumen netto sind 37 Liter. Der hat ein Wasserflexrohr, 33 cm lang. Es ist ein 76, glaube ich. Muss ich den nochmal nachmessen. Ich lege den dann nochmal auf die Seite. Wir gucken uns die Strömungsgeräusche dann später nochmal an. Ist aber nicht wenig. Ich lasse dann die Einstellung drin. Wir haben jetzt hier als Einstellung der Lautstärke 17, 16, irgendwo da. Und hier beim Computer haben wir die Lautstärke 100%. Dann fangen wir mal mit 20 Hertz an und schauen uns mal die Membranbewegung an und wie das Gehäuse ist. Also ist sehr ruhig das Gehäuse für 20 Hertz. Da ist noch nicht viel zu sehen. Sehr gut ausgesteift, dafür, dass es so hoch ist. Die Woofer, ja, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass das 15 mm sind. Ich hätte eher gesagt, das sind maximal 12, aber das kann man in dem Falle so und so nicht so richtig erkennen. Das müsste man jetzt mit dem Lasermessgerät messen. Okay. Die 30 Hertz sind ziemlich laut. Da hat er nämlich seine beste Stellung. 30 Hertz. Das waren nochmal die 20 Hertz, jetzt 30 Hertz. Auch hier das Gehäuse ist sehr stabil. Wenig Membran bei 30 Hertz. Wir haben aber hier unten deutliche Strömungsgeräusche. Man merkt hier deutlich, wie die Luft an der Seite rauskommt. 40 Hertz. Sehr laut. Die 40 Hertz ist genauso laut wie die 30 Hertz. Ich muss hier schon richtig laut rufen, man was versteht. Luftgeräusch ist in Ordnung. Die Luft ist hier nicht so viel gewesen, die jetzt rauskam. Da war bei 30 Hertz irgendwo das Peak. Mal die 50 Hertz noch. Ja, hier ist beim Gehäuse gar nichts mehr groß zu erkennen. Erstmal so der Woofer-Test. Ich schaue gerade mal, wie warm die Endstufe geworden ist. Ja, da wo das Netzteil ist, ist schon ein bisschen was, aber handwarm. War nicht so viel Stress. Okay, jetzt mache ich einen Cut, baue die Beine ab, also diese Traversen ab, und dann gucken wir uns mal die Strömungsgeräusche an bei dem Gerät. Da muss ich ihn auf die Seite legen. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder, jetzt beim Strömungsgeräusche-Test von dem AW12, den wir gerade im Woofer-Test hatten.
Und ich habe das Rohr mal nachgemessen. Es sind 6,7 cm bei 33,5 cm Länge. Ich habe hier wieder mein Blatt Papier, das gleiche wie ich auch beim XW900 Wuffertest hatte, also dieselbe Gewichtsklasse. Und wir schauen mal, wie die Strömungsgeräusche so sind. Der Woofer liegt jetzt, der Subwoofer liegt auf der Seite. Die Einstellungen, ich mache noch mal an, wäre vielleicht sinnvoll. Die Einstellungen können wir auch noch mal gucken. In der Lautstärke noch mal einschalten. Sind dieselben? Der 16, ne? Dieselben Einstellungen. Und auch hier haben wir die 100% drin, nicht das Datum. So. Und dann fangen wir mal mit den 20 Hertz an und schauen uns das mit den 20 Hertz mal an, wie die Strömungsgeräusche sind. Also nicht viel. Sieht eher aus, als würde er die Luft nach innen ziehen. Na komm. Sieht eher aus, als zieht er die Luft nach innen. Was aber nicht sein kann, es kommt immer so viel rein, wie auch rausgeht. 30 Hertz, das war das, wo ein bisschen mehr war. Oh ja. Kann ich gar nicht mehr halten. Also hier ist schon, hier merkt man es schon erheblich. Ich bin jetzt ungefähr 30 cm entfernt und habe hier schon, ja, da ist schon ordentlich bei diesem kleinen Rohr Strömungsgeschwindigkeit drauf. Hört man wie gesagt im Betrieb überhaupt nicht. Sieht jetzt nur schlimmer aus, als es ist. Wir machen die 40 Hertz noch. Es ist nicht ganz so schlimm wie 40 Hertz. Es sieht immer aus, als würde der das reinziehen. Aber hier ist schon gar nichts mehr. 10 cm davor ist schon gar nichts mehr groß. Aber bei 30 Hertz war am meisten, aber bei 50 Hertz nochmal. Ja, fast gar nichts mehr. Okay, also die Strömungsgeräusche sind noch erträglich im Betrieb, nicht wahrnehmbar. Okay, bis zum nächsten Mal. Lassen Sie gerne ein Abo da oder ein Like. Alles möglich, alles schön. Schreibt was in die Kommentare, was Nettes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.